Also wir freuen uns, dass du heute Zeit hattest für uns, uns zum Thema Storytelling für die Live-Session zur Verfügung zu stellen. Wir kennen uns nun schon seit etlichen Jahren, deswegen weiß ich auch, dass du dort Expertin in dem Bereich bist und habe viel über dieses Storytelling auch von dir selber gelernt. Ich würde aber sagen, den Rest stellst du dich kurz selber vor und übernimmst jetzt die Moderation. Herzlichen Dank und auch von mir ein herzliches Willkommen an euch. Ich sehe eure Namen. Ich habe schon mal kurz durchgeguckt, ob mir jemand bekannt vorkommt vom Namen, aber ich glaube nicht. Umso spannender, dass ihr dazukommt und interessiert seid am Storytelling. Das finde ich gut. Ja, Storytelling, ein großes Wort mit vielen, vielen Definitionen, die alle mehr oder weniger zutreffen oder alle richtig sind, aber nie dasselbe sagen. Deswegen bin ich gespannt, was ihr vielleicht für Fragen auch an mich habt. Ich werde euch ein paar Folien zeigen, um so ein bisschen dieses schlecht definierte Wort Storytelling im Kontext von Wissensmanagement ja, mal ein bisschen zu erläutern. Und ja, ich selber, ich bin seit 1998, war ich an der Uni München, mitten in einem Forschungsprojekt rund um die Frage, wie man implizites, also verborgenes Wissen von Experten oder Projektteams heben kann und weitergeben kann an Unternehmen. Und da sind wir damals auf eine Methode vom MIT gestoßen, beim MIT Massachusetts, was schlicht Learning History hieß, also Lerngeschichten. Und ja, dahinter steckte sozusagen der Beginn meiner Auseinandersetzung mit dem Thema Storytelling, weil eben diese Learning History, diese Lerngeschichten unendlich viel Wissen transportieren können. Und relativ bald nach der Unizeit habe ich mich selbstständig gemacht mit einer Kollegin zum Thema, wie kann man dieses implizite Wissen heben und weitergeben in Unternehmen mit Hilfe von narrativen Methoden. Und ja, die Folien, die ich euch zeige, ich schlage vor, dass ich einfach mal loslege. Wenn ihr Fragen habt, dann nutzt ruhig die Hand oder das Mikro oder beziehungsweise den Chat. Wir müssen jetzt nicht die Fragen erst danach stellen. Ihr könnt gerne dazwischen. Zur Not sage ich euch, dass ich darauf noch später eingehen werde. Storytelling kommt eigentlich vom Begriff momentan öfters im Kontext Marketing vor, hat aber schon, ja, wie gesagt, seit den 90er Jahren eigentlich einen festen Platz im Wissensmanagement. Und, oh, jetzt muss ich mal schauen, wie ich die Folie, da oben ist ein Pfeil. Ich habe ihn entdeckt. Okay. ich möchte heute euch ein bisschen erzählen, warum Geschichten, also diese narrativen Herangehensweisen, besonders beim Erfahrungswissen, also bei einer bestimmten Form von Wissen, gut funktionieren. Und dazu eben kurzer ja, Haltepunkt, was überhaupt Erfahrungswissen ist, aber nur ganz kurz. Und natürlich ein bisschen berichten, warum Geschichten überhaupt mächtig sind und warum im Wissensmanagement. Und dann möchte ich euch ja sozusagen eine Art Prozess vorgehen, eine Schablone vorstellen, wie man Storytelling denken kann und sollte im Kontext von Wissensmanagement und was für Methoden sinnvoll sind. Okay, also Erfahrungsexpertenwissen hat schon mal ein Charakteristikum, es ist schwer zu erfassen, weil es eben oft im Impliziten liegt. Ich habe hier mal so eine Definitionsfolie dabei, die viel Text hat, aber de facto steckt hauptsächlich die Aussage drin, dass viele, viele Teile vom Erfahrungswissen eben im impliziten Raum sind und damit eben nicht dokumentiert sind in Unternehmen und oft genug nicht mal sprachlich artikuliert wurden bislang. Und das Problem daran ist, man könnte jetzt sagen, naja gut, dann setzt man den Wissensträger einfach in Interviewsituationen oder in Reflexionsrunden mit sich selber, also nach dem Motto, schreib einfach mal auf, was in deinem Kopf da so wohnt an Wissen. Aber der Wissensträger selber kann sein Wissen ganz, ganz schwer selber erfassen, aus mehreren Gründen. Zum einen hat er natürlich viele, viele Erinnerungen, wo für ihn selber extrem schwer ist, irgendwo anzudocken und zu sagen, okay, welches dieser Erinnerungen, also dieser Situationen, wo ich Erfahrungswissen mir angeeignet habe, welche dieser Situationen sind jetzt spannend, welche sollte ich sozusagen mal genauer ausgraben, um mein Erfahrungswissen zu ordnen. Vieles von seinem Erfahrungswissen ist ja für den Wissensträger außerdem völlig klar. Also er selber kann überhaupt nicht mehr erkennen, dass er etwas Besonderes weiß. Also ich weiß nicht, ob ihr mal Experten erlebt habt. Ich bin oft in der Stahlbranche oder rund um Anlagenbau tätig
und habe schon öfters Experten mit einem Bauteil in der Hand gesehen, die sagen, ja, ist doch ganz klar, warum das nicht gehen kann. Da müssen wir das und das machen oder das hat die und die Macke. Und dann gibt es junge Ingenieure oft in diesen Runden, die dann fragen, ja, woher wissen Sie das denn jetzt? Und das ist sehr, sehr spannend, dass die Experten in der Wahrnehmung eine Mustererkennung machen können, die wir Laien eben nicht können. Also so wie ein Arzt halt aus Ultraschallbildern sofort Muster erkennt oder ein Meteorologe aus Wolkenformationen, so geht es eben auch den Experten in unseren Kontexten. Also zum Beispiel im Anlagenbau oder ja auch Entscheidungsprozesse, die, wenn du etwas oft genug gemacht hast, dann ist dir gar nicht mehr bewusst, was für Denkprozesse oder Handlungsschritte du eigentlich machst in deiner Entscheidungskette. Und deswegen springst du ganz ans Ende der Wahrnehmung und kannst viel schneller entscheiden als Berufsanfänger. Also ist es für ihn offensichtlich, es ist nicht weiter erwähnenswert, was er weiß, und es ist eben tatsächlich oft nicht mehr bewusst, wie beim Kuppeln vom Auto. Da haben wir irgendwann mal gelernt, wie die Füße sich gegenseitig ablösen auf Gas- und Kuppelpedal, aber das wissen wir alle nicht mehr. Und deswegen kann der Wissensträger alleine nicht ran. Mein erster Auftrag in dem Thema war 2005 etwa. Sehr lustig, dass der Experte ein Jahr lang Zeit hatte, nichts anderes mehr zu tun, als sein Wissen aufzuschreiben. Er wurde also freigestellt von allen Stabs- und Linienaufgaben und hatte nur den Job, sein Wissen zu dokumentieren. Was wollte ich sagen? Und dann hat er nach 4 Monaten aufgegeben, der Experte. Der war der Einzige, der kritisches Wissen hatte über verschiedene Hauptkühlmittelpumpen in Kernkraftwerken weltweit. Und natürlich war dementsprechend eine gute Idee, ihm ein Jahr Zeit zu geben, sein Wissen zu sortieren. Aber die Methodik hat nicht funktioniert, aus den genannten Gründen auf der Folie. Er weiß es selber nicht, was wichtig ist. Er hat es vergessen. Er weiß nicht, wo anzusetzen ist. Also muss man ihm irgendwie helfen. Und dazu eine kurze Geschichte, natürlich, wir sind ja im Storytelling, mit der Bitte, dass ihr einfach auch mal mitdenkt, was ihr tun würdet. Stellt euch vor, ihr seid Fischer oder Angler und steht vor einem völlig trüben Teich. Also ihr könnt da nichts sehen. Und meine Frage an euch ist jetzt, also mein Forschungsauftrag an euch ist, dass ihr mir bitte sagt, was für Fischsorten, was für Fischarten da drin leben. Wie würdet ihr das anstellen? Habt ihr da eine Idee? Wer hat eine Idee? Kopf senken lassen. Ihr meint das Wasser ausschütten, sozusagen aus dem Teich, ja, also trockenlegen des Teichs, okay. Was haben wir noch? Mit einem Netz abfischen. Ah, jetzt habe ich es gehört. Genau, super Idee. Ein Netz benutzen, klar. Also einfach so einmal so schön durchziehen, perfekt. Andere Angler befragen steht im Chat. Das ist auch eine sehr gute Idee. Das wäre jetzt aus der Metapher rausgedacht, eine Netzwerkanalyse. Also wer weiß, was der Experte weiß, sozusagen. Noch eine Idee? Was ihr nicht genannt habt, ich übernehme jetzt mal einfach das Ruder, ist die Frage, ob man nicht vielleicht tatsächlich einen Köder legt. Also das könnte man ja auch. Ah, da steht noch was. Die Umgebung fragen. Die Bewirtschaftung, wahrscheinlich im Sinne von die Bewirtschaftung anschauen, im Sinne von was wächst da drumherum, was ist möglicherweise die Fischart, die da drin wohnt. Also so interpretiere ich den Chatbeitrag vom Jürgen Hule, dass man natürlich also in einem Süßwasser nicht mit einem Hai rechnet, so zum Beispiel, denke ich, meinst du es. Also deduktives Schließen auf die Fischarten, perfekt. Ich finde alle Ideen ganz prima. Eine, die jetzt noch nicht genannt wurde, ah, danke fürs Feedback im Chat. Eine, die noch nicht genannt wurde, ist, dass man tatsächlich Köder legt, also einzelne verschiedene ja, Würmer, Brotstückchen, Fleischstückchen, keine Ahnung, reinschmeißt, in der Hoffnung, dass eben alle Fische einen Köder mögen. Und da seht ihr auch schon genau das, worauf ich mit der Metapher hinaus will, das methodische Dilemma nämlich. Man weiß aus der Expertiseforschung und auch aus der Gedächtnispsychologie, dass jede einzelne Frage einen bestimmten Antwortraum öffnet. Also so wie ein bestimmter Fisch einen bestimmten Köder mag und vielleicht einen anderen nicht, kann ich zwar alle Fische theoretisch, also kann ich viele Fische angeln, wenn ich Köder werfe, weil irgendwer wird schon anbeißen, aber ich kann eigentlich nie zu 100% sicher sein, ob da nicht eine unbekannte Fischart drin lebt, die ich bisher überhaupt noch nicht auf dem Schirm hatte, wo ich einfach keinen passenden Köder habe, weil die, keine Ahnung, nur Gummibärchen frisst und sonst eben nicht an die Oberfläche kommt.
Jetzt haben wir hier noch eine Meldung im Chat mit verschiedenen Ködersorten angeln und sehen, was am Ball. Ja, genau, perfekt. Das ist das, was ich gerade erzähle, dass man eben einfach mit Trial and Error versucht, was für Köder funktionieren und was für welche nicht. Aber wie gesagt, wir können unsere Forschungsfrage nicht hundertprozentig sicher beantworten. Wenn wir ein Netz werfen, ist die Wahrscheinlichkeit natürlich immer noch nicht 100%, aber vielleicht ein Tick höher, wenn man einfach ein gutes Netz hat, ein Treibnetz oder ein Grundnetz, was eben möglichst viel der Fische rausholt. Wenn ich aus der Metapher rausgehe, heißt es aber, dass ich nachdenken muss, wenn ich weiß, dass ein Köder einen Fisch angelt, aber vielleicht den anderen nicht angelt, dann, und ich weiß eben, dass Fragen Antworträume schaffen, dann weiß ich eben leider auch, dass die Frage einen bestimmten Antwortraum abdeckt und links und rechts daneben eben nicht mehr. Deswegen muss ich nachdenken, wie komme ich aus dem Dilemma raus, dass meine Fragen, ich bin gerade abgelenkt von der Stange TNT, die ich jemand in den Teich werfen will, wenn er mitfischen. Ich muss das Dilemma lösen, wie kann ich das Erfahrungswissen heben, ohne den Experten mit vordefinierten Fragen mit Ködern einzuschränken. Und das ist eben das, was die Geschichten können. Warum das so ist, hat auch was mit dem Gedächtnis zu tun. Und zwar ist unser Gedächtnis so aufgebaut, dass wir eigentlich auf zwei verschiedene Arten uns Sachen merken. Einmal über die Fakten, Zahlen, Daten, Fakten. Ich blätter das mal auf. Also was weiß ich, Berlin ist die Hauptstadt von Deutschland, 2 mal 2 ist 4. Solche Sachen lernen wir auswendig und speichern sie als Fakten ab. Die sind aber in sich völlig unabhängig voneinander und von irgendeinem Kontext oder einem zeitlichen Geschehen. Das sind einfach Sachen, die wir auswendig gelernt haben oder die wir uns eingeprägt haben. Anders funktioniert das episodische Gedächtnis, wo wir Sachen mit Kontext ablegen, also Dinge, die wir erlebt haben, die, wo wir beteiligt waren, also in Handlung waren, die für uns irgendwie relevant sind. Also wenn ich jetzt hier einfach nur sitze und Kaffee trinke und gar nicht meine Aufmerksamkeit auf dieses Erlebnis gerade lege, dann werde ich es mir nicht merken, das ist einfach Alltag. Aber sobald Emotionen beteiligt sind, reagiert das episodische Gedächtnis und wir erinnern uns an bestimmte emotional relevante Ereignisse. Und da gibt es auch den Kontext, also das Davor und Danach von der Situation, das Warum, wer war beteiligt. Also da beginnt sozusagen eine Art Kausalkette, sich zu bilden über die Zahlen, Daten, Fakten des Gedächtnisses. Die beiden Sachen kann man nicht voneinander trennen, die funktionieren ineinander geschachtelt. Und das Storytelling im Wissensmanagement geht einfach von der linken Seite rein. Also das sagt, gut, wenn wir keine Fragen stellen sollen, weil wir vielleicht die falschen Köder werfen, dann lassen wir doch einfach den Experten erzählen und bringen ihn in Situationen, wo er in seine Erinnerungen gehen kann, weil da, wo Emotionen sind, also woran man sich erinnert, da wird Erfahrungswissen angesammelt. Also Erfahrungen sammelt man nur dann, wenn es emotional relevant ist, sonst vergisst man. Also man sammelt es auch woanders, aber man vergisst es leider wieder, man kommt nicht mehr zurück. Und da wir ja den Job haben, diesen Experten zu unterstützen dabei, seine Erinnerungen zu heben, seine Erfahrungen zu heben, ist es sinnvoll, über die Geschichten zu gehen. Zumal Geschichten eine unglaubliche Menge an Dingen in sich tragen. Ich meine, ihr müsst eigentlich nur zurückgehen in unsere Stammesgeschichte. Also bevor es die Schrift gab, haben wir natürlich alle über Erzählungen unser Wissen weitergegeben von Generation zu Generation. Die ganzen Märchen, die ganzen Fabeln, die Sagen sind alles Wissensträger, so, wo eben gewisse Wissensschätze, Wissensinhalte drin liegen, die man herausholen kann. Im Kontext Wissensmanagement sind die Begriffe, die ihr garantiert alle schon mal gehört habt, im Kontext von eben Management von Wissen und Werten, in den Geschichten liegend. Also man kann aus Erzählungen der Mitarbeiter Best Practice ziehen, aber natürlich auch die Fehler, die gemacht wurden. Das Erfahrungswissen habe ich schon erwähnt, das liegt per Definition in der Erinnerung, in Erzählungen. Man kann aber auch Rückschlüsse ziehen auf die kulturellen Normen und Werte, also auf welchen Grundhaltungen basiert eigentlich mein Handeln. Und ich kann heraushören, was die einzelnen Leute eigentlich motiviert zu handeln, was alles wichtige Faktoren sind im Wissensmanagement. Gut, der dahinterliegende Prozess, wenn man sich diese Kraft von Geschichten sozusagen strategisch nutzbar machen will im Wissensmanagement, der heißt Storytelling-Prozess. Und ich habe jetzt mal zwei Sachen mitgebracht. Zum einen ein konkretes Tool und die zweite Folie, die gleich kommt, die zeigt diesen Prozess nochmal zum Abschluss.
Dieses Tool, was ihr da seht, ist eigentlich ganz, ganz einfach. Das ist eine Visualisierung von einer Zeitachse, in dem Fall sind 4 Jahre, die 17 Leute vorgelegt bekommen haben, diese 4 Jahre, natürlich ohne die ganzen Kurven. Und links seht ihr eine Skalierung von +4 auf -4. Und dann sollten die ganzen Wissensträger diese 17 Leute mal malen, tatsächlich eine Kurve malen, wie diese 4 Jahre für sie waren. Also waren die positiv oder negativ. Und dadurch geht man von der linken Seite des Gedächtnisses, also von den Erinnerungen an besondere emotional relevante Situationen in deren Gedächtnis sozusagen und sammelt Höhepunkte und Tiefpunkte, die sogenannten Critical Incidents nämlich, wo es darum geht, zu gucken, was ist für denjenigen, der da erzählt, besonders relevant und was steckt da von Erfahrungswissen in der Situation, die er da schildert. Und wie ihr schon seht, wenn wir das mit mehreren machen, dann hat man schon eine super Methode, um überhaupt erstmal sichtbar zu machen, wie verschieden wir alle unsere Vergangenheit wahrnehmen. Die waren alle zusammen in einem Projekt über 4 Jahre und haben trotzdem ganz verschiedene Wahrnehmungen. Die rote Linie ist eigentlich nur so der Mittelwert. Die sagt nicht so viel aus wie die Ausschläge. Und dann kann man eben über diese Erzählungen, die die Leute machen, an den Amplituden ganz, ganz viele Erfahrungen von verschiedensten Perspektiven heben und gegeneinander vergleichen und gegenüberstellen. Und schon hat man eine Learning History, wie es das MIT in den 95ern erfunden hatte oder eingeführt hatte. Das Storytelling-Prozess, der kommt auch ursprünglich vom MIT. Wir haben den im deutschsprachigen Raum damals in den 90ern adaptiert und vereinfacht, weil der hat relativ viele Phasen, der ursprüngliche Prozess. Und der hier geläufige Storytelling-Prozess hat eigentlich nur 3 Phasen. Die erste ist, dass man eben versucht, das Wissen zu heben, also die Erfassungsphase. Und zwar kann man dafür natürlich in der Regel Interviews nehmen und am besten narrative Interviews im Sinne von, dass ich eben nicht Köder werfe, sondern das Netz auswerfe, also viel erzählen lasse und wenig frage. Es gibt noch viele andere Techniken, die man anwenden kann, aber das ist eigentlich die allerwichtigste, diese offene Erzählsituation, damit die Experten ins Reden kommen. Und wir arbeiten gern mit dieser Ereigniskurve, weil die das einfach schön visualisiert. In dem zweiten Punkt von Phase 1 geht es um die Analyse. Da geht es im Storytelling-Prozess tatsächlich darum, ihr habt jetzt ja, um in der Metapher zu bleiben, ganz, ganz viele Fische geangelt oder gefischt oder mit dem Netz gehoben. Was davon ist relevant? Also was soll man benutzen, um es in einen Wissenstransferprozess zu schicken, wenn ein Nachfolger aufgegleist werden soll oder wenn das Unternehmensgedächtnis von diesem Wissen profitieren soll in Wikipedia oder Intranet. Dann wird eben ausgewertet, was wird behalten und das macht man mit sozialwissenschaftlichen Methoden, dass man wirklich Satz für Satz oder Thema für Thema guckt, was steckt da dahinter, haben wir da ein Wissensthema dazu, ein passendes, was schon genannt wurde in der Bedarfsanalyse von der Führungskraft oder vom Nachfolger oder haben wir was Neues entdeckt. Also da gibt es ein Matching zu anderen Wissenstransfermethoden, die ihr vielleicht schon kennt, wie die Wissensstaffette zum Beispiel. In der zweiten Phase der Aufbereitung muss man sich überlegen, wie kann man jetzt dieses gehobene Erfahrungswissen in eine Form bringen, die dem Wissensnehmer oder dem Unternehmen es möglichst leicht macht, damit wieder zu arbeiten. Und auch da sind natürlich narrative Formate hervorragend, weil unser Gehirn aufgrund dieser Gedächtnisstruktur einfach sofort anspringt auf Erzählungen. Das ist ganz einfach für uns, die zu hören und zu erinnern. Und deswegen arbeiten viele Storytelling-Leute im Wissensmanagement-Kontext auch tatsächlich mit Comics oder Metaphern, mit Videos, also mit Erzählstrukturen, um dieses Wissen zu erzählen und weiterzugeben. Und die dritte Phase ist dann natürlich, es ist ja noch nicht zu Ende, so ein Wissenstransferprozess, wenn ich es ordentlich dokumentiert habe, sondern erst dann ist es wirklich ein guter Wissenstransferprozess, wenn der Nachfolger oder das Unternehmen dieses Expertenwissen, das Erfahrungswissen auch wirklich nutzt, also in die Anwendung bringt. Und da sind die Methoden zur Unterstützung gar nicht mehr so narrativ, weil da geht es wirklich um Weiterbildungsmaßnahmen, um Workshops, wie man das Wissen dann verbreiten kann, um Führungskräfteentwicklung etc. pp., dass man einfach versucht, dieses Erfahrungswissen von den Wissensträgern in die Nutzbarkeit zu führen. Ja, das war jetzt ein ziemlicher Steno, Durchschlag sozusagen durch das narrative Arbeiten im Kontext von Wissensmanagement. Vielleicht lasse ich mal die Folie offen oder kann auch gerne auf andere Folien zurückspringen, wenn ihr Fragen habt an mich.
Danke erstmal für eure Aufmerksamkeit und für eure netten Ideen im Chat. Und jetzt übergebe ich mal an Dirk, weil ich nicht weiß, wie wir das mit den Fragen jetzt machen. Andreas Vogt, sehe ich gerade die Hand hier. Ja, hallo. Ich bin ja viel im After-Sales-Service unterwegs, auch bei Anlagenbauern. Und da ist auch das Thema des Wissensmanagements gerade von älteren Mitarbeitern auf junge. Macht das Sinn, dort die Leute wirklich Geschichten erzählen zu lassen und vielleicht die Jungen da in einem Art wöchentlichen Meeting da zuhören zu lassen? Also das, so in der Art kann man das durchaus machen. Ich würde nur empfehlen, dass ihr vorweg eine Wissensbedarfsanalyse macht. Also was glaubt der Experte, was für Themen, was für grobe Wissensthemen sind relevant für die Nachfolger und was wollen die Nachfolger oder die jüngeren Mitarbeiter überhaupt, ohne dass es vielleicht Nachfolger sind, was glauben die, was ist relevant von Seiten des Experten? Weil diese Voranalyse, die hilft in diesen freien Erzählrunden, na, wo die wirklich dann einfach nur erzählen, hilft dann ein bisschen zu fokussieren. Also ohne, dass ich danach wirklich konkret frage, hat man eine Art Filter über diesen Erzählungen, weil der Experte automatisch natürlich eher Expertungen, in Erzählungen geht, die etwas zu tun haben mit diesen Wissensbedarfen. Okay. Also ne, immer verschaltet denken mit anderen Wissenstransferansätzen, die sehr strukturiert arbeiten. Sonst wird es möglicherweise, es ist immer spannend zuzuhören, das kennen wir ja alle. Wer hört nicht gern dem alten Hasen zu, der von irgendeinem Stillstand redet? Aber das macht es dann noch ein bisschen zielgerichteter. Mhm. Gut, danke. Gerne. Gut, also Christine, ich habe noch mal eine Frage. Ja. Ja, die kannst du noch mal auf die verschiedenen Interviewtechniken da eingehen, die du verwendest? Für die, du hast ja oben diese narrativen Interviewtechniken stehen, die verschiedenen Sachen. Kannst du noch mal näher eingehen, wann du was wie verwendest davon? Hm? Also ich habe, also dieses, was ich euch heute vorgestellt habe, ist ja eher ein genereller Blick auf narrative Methoden, aber man kann natürlich daraus ein sehr schönes Prozessvorgehen stricken, wie man wirklich einen Experten in die Rente begleitet, mit der Möglichkeit sowohl Köder zu schmeißen, als auch ein Netz zu werfen. Also das, man macht eigentlich eine Kombi-Methodik in diesem Prozessvorgehen mit der Argumentation, dass man, wenn man nur Köder wirft, halt manche Sachen einfach nicht entdecken kann, theoretisch. Also hat man in diesem Prozess des Wissenstransfers von Experten diese Wissensbedarfsanalyse, die ich gerade schon erwähnt habe, als Einstieg. Und dann 4 bis 6 Gespräche, wirklich also Interviewsituationen mit dem Experten, mit ein oder mehreren Nachfolgern und mit einem Prozessverantwortlichen, also einem Moderator, wo verschiedene Interviewtechniken angewendet werden. Und der erste Termin ist der des Netzwerfens, also wo die Experten tatsächlich nicht mehr an Struktur bekommen als diese Ereigniskurve, die ich euch gezeigt habe mit den vielen Kurven. Und die sollen dann ihre Erfahrungen, nein, ihre Erlebnisse einfach mal als Zeitpunkte oder als Kreuze oder als Amplituden in diese Ereigniskurve eintragen. Und das ist natürlich hochsubjektiv und die Experten sind erstmal ein bisschen unsicher, ob das jetzt auch genau in dem Jahr, keine Ahnung, 1980 stattfand. Man muss auch nachdenken, wie weit die Reise zurückgehen muss, weil, wie gesagt, es muss zielgerichtet sein, der Wissenstransfer, weil vieles von den Erfahrungen vielleicht einfach nicht mehr relevant ist für die Nachfolger oder fürs Unternehmen. Und dann fangen die an nachzudenken, okay, wo waren für mich relevante Erlebnisse? Und der erste Termin, manchmal auch der erste und der zweite Termin, ist dann tatsächlich ein Erzählen anhand dieser Kurve. Was ist da passiert? Was hast du da gemacht? Wie hast du das Problem gelöst? Was hättest du tun können, um die Kurve davon abzuhalten, in den Keller zu gehen? Wie hast du es geschafft, dass es wieder hochging? Also da arbeitet man tatsächlich an den Situationen, die der Experte nennt. Und das ist ein narratives Interview von der Technik her, dass ich eben keinen Leitfaden mitnehme, also keine vordefinierten Fragen oder Themen, sondern mich völlig darauf einlasse, was der Experte für Themen bringt. Das nennt sich narratives Interview. Und der zweite Teil von diesen Gesprächen, der meistens mit Termin 2 oder 3 beginnt, ist, dass man eben halbstrukturierte Interviews führt, also Interviews, die sich an den Themen orientieren, die in der Wissensbedarfsanalyse gehoben wurden.
Das kennt ihr wahrscheinlich. Also einfach, dass man, wenn derjenige sagt, wenn die Nachfolger sagen, sie hätten gerne einen Überblick über das Netzwerk wissen des Experten, dann wird der Experte halt dann in den halbstrukturierten Interviews gebeten, mal alle Lieferanten und Kunden und sonstigen Kontakte zusammenzusuchen mit Hilfe durch die Moderation, die für ihn relevant sind. Oder es geht um bestimmte technische Details und bestimmte Anlagen, Komponenten. Das auch da, der Leitfaden entsteht nicht vorneweg durch jemanden wie mich, der die Prozessmoderation hat, oder durch die Führungskräfte, sondern in der Wissensbedarfsanalyse zu Beginn des Prozesses. Das sind die beiden Interviewtechniken, die sind, das zweite zumindest, denke ich, ist bekannt, also einfach der Leitfaden, der dann liegt im Interview, und der Experte und die Wissensnehmer hangeln sich sozusagen entlang des Leitfadens mit der Hilfe von der Moderation. Der narrative Teil ist das, was man vorschaltet, um eben die Fische möglicherweise an die Oberfläche zu locken, an die man gar nicht gedacht hat im Vorfeld. Ja, noch eine Frage, wie heißt diese Kurve mit diesen Ereignissen exakt? Wir nennen das Ereigniskurve. Also ich weiß nicht, ich kenne sie nicht unter einem anderen Namen, das haben wir eingeführt, also im Zuge dieser Adaptierung von den MIT-Methoden. Ich glaube, in der Literatur werden Sie da wahrscheinlich nicht doch, Ereigniskurve googeln, dann landen Sie auf unserer Homepage, da gibt es auch nochmal eine Beschreibung, aber außerhalb meines sozusagen Spektrums, befürchte ich, werden Sie da nicht viel Literatur zu finden. Aber ich kenne das aus vielen Begleitungen von Experten, funktioniert und ist auch eine ganz einfache Methode. Ich sehe das auch so. Ich dachte, es gibt einen speziellen Begriff, aber Ereigniskurve trifft schon. Heißt einfach nur Ereigniskurve, genau. Manche nennen es auch Emotionskurve, aber das mögen die Experten nicht so gern. Also ich spreche von der Ereigniskurve. Weil es geht mir nicht darum, da Emotionen groß hoch zu feiern, sondern es ist für mich schlicht der Zugang in deren Erfahrungswissen, dass ich über die emotional relevanten Ereignisse da reingehe. Aber es geht schon tatsächlich ums Erfahrungswissen dahinter, also um konkrete Zahlen, Daten, Fakten und Beurteilungen der Experten, ja, und nicht um die Emotionen. Danke. Gerne. Gut, ich habe auch noch eine ergänzende Frage, wenn jetzt keine andere anliegt. Das ist, ich habe die Erfahrung gemacht, es gibt natürlich nun Themen, die kann ich gut nur erzählen. Und dann fand ich noch, gibt es noch Themen, die kann man gut erzählen, auch als Geschichte, muss aber noch was dazu zeigen. Hast du da auch solche Kombinationen, also wo das eher mit Video dann aufgenommen wird, weil was gezeigt und erzählt wird gleichzeitig als Geschichte? Wie sind da deine Erfahrungen? Ja. Also der Hauptauftrag oder die Hauptherausforderung ist ja bei uns, also bei der, wir haben uns ja, wie gesagt, spezialisiert auf dieses verborgene Wissen, also auf das Implizite. Und da gibt es tatsächlich als Hauptherausforderung das Wissen, was man überhaupt nicht in die Sprache kriegt. Also der Polanyi, das habt ihr vielleicht schon gehört in anderen Sessions, ist ja ein ungarischer Philosoph, der hat den Begriff implizites Wissen am Beispiel des Fahrradfahrens erklärt. Also wie soll man, also man kann nicht lernen, Fahrrad zu fahren, wenn man es erklärt bekommt. Sonst kann man nur lernen, indem man es tut. Und dieses Handlungswissen, extrem implizit ist, weil es eben gar nicht in Worte überführbar ist. Das ist die größte Herausforderung, und da arbeiten wir gern mit Videos, weil man auch in der Expertiseforschung herausgefunden hat, dass wenn die Experten eine Tätigkeit vollführen, also zum Beispiel arbeite ich öfters mit Handwerkern zusammen, mit Meistern oder mit Konstrukteuren, die tatsächlich die Anlage so gut kennen, dass sie anhand des Geräusches oder der Vibrationen, das kennt man auch, das Beispiel, wenn die Hand auflegen, dann können die sagen, ob die Drücke in Ordnung sind oder eben falsch eingestellt sind. So Leute gibt es wirklich, also nicht nur als Geschichte im Wissensmanagement, die anhand gewisser Wahrnehmungen, die mir und allen anderen entgehen, genau wissen, was in der Maschine los ist, und dann auch irgendetwas tun, ohne dass sie genau erklären können, warum sie genau diesen Weg gehen und nicht den anderen. Und dann kann man die aufnehmen, diese Experten, und die Experten im Nachgang bitten, das Video von sich selber anzugucken und zu kommentieren. Also ich bringe die praktisch anhand von sich selbst, sie gucken sich selber zu, bringe ich die ins Explizieren. Also Explizieren ist ja eben das implizite Wissen in Worte kleiden, und da muss man den Experten helfen dabei,
indem man zum Beispiel ein Video dreht von ihm. Das ist so die eine Variante. Und Dirk, ich glaube, du meinst aber auch eher so eine anschauliche Variante, dass man eben ein Lehrvideo dreht und da vielleicht tatsächlich weggeht von der rein deskriptiven Ebene in eine erzählerische Ebene. Oder wie hast du es gemeint, Dirk? Ja, genau. Also ich hatte das also nicht bloß dieses Erklärvideo, um dieses Können zu zeigen und rüberzubringen, was wirklich schwierig ist, sondern man hat auch Dinge, die hat man irgendwie gebaut oder die muss man so mit zeigen. Also es gibt die Sachen, wo ich sage, da nutze ich ja so eine Interviewmethode, die ist ja auch relativ narrativ, da ist mir aber aufgefallen, dort kann ich nur Themen nehmen, was ich gut in Worte gefasst bekomme. Mhm. Und sobald ich die Kombination Worte zeigen brauche, komme ich in dieses Videosache hin. Da ist es trotzdem noch dieses freie Erzählen, aber dieses Erzählen kombiniert auch mit dem Zeigen dazu, wo er was so einen ähnlichen Effekt rüberbringt. Und dort hatte ich das gemerkt. Also ich versuche jetzt heutzutage wirklich immer zu entscheiden, kommt das mit reinem Erzählen vollständig rüber oder ist es ein Thema, können die Experten auch selber entscheiden, wo sie beim Erzählen noch was mit zeigen wollen, was dann sofort auf Video umschalten wird. Den Bereich hatte ich gemeint. Okay, also da kann ich gar nicht so viel beitragen zu, weil wir ja wirklich eher die, also das Wissen heben, was man eben nicht in Worten hat. Also wäre der Experte nicht in der Lage zu erzählen mit dem, weißt du, also der Experte, von dem du sprichst, ich glaube, der weiß schon ziemlich genau, was er erklären möchte. Das ist bei der Methode, die ich gerade versuche zu erklären mit dem narrativen Zugang, noch davor. Also der ist noch in der, der Experte weiß selber noch nicht genau, was er weiß. Das ist sozusagen die Situation. Also man hebt das Kontextwissen, warum irgendein Fehler wann in einer Anlage passiert ist und was man daraus lernen kann, anhand der Erzählung. Aber man weiß vorher noch nicht genau, also er kann noch nicht unbedingt erklären oder eine Erzählung gestalten, wo er das Ziel kennt, sondern erzählt einfach aus seiner Erinnerung. Und dann kann man daraus Erklärvideos machen oder eben eine Kombination aus Erklären und Zeigen. Aber das ist schon die letzte Phase eigentlich. Das ist die Phase 2, die der Aufbereitung. Darauf, glaube ich, zielst du ab. Kann ich dir keine eigenen Erfahrungen liefern dazu nehmen. Gut. So, ich hatte jetzt gesehen, zwischenzeitlich, da hatte der Peter Missal in Fragen und Antworten noch eine Frage gestellt. Ich weiß nicht genau, ob die sich erklärt hat. Da könnte Oliver ihn vielleicht mal kurz freischalten. Vielleicht ist es ja auch schon beantwortet. Und dann sehe ich die Hand beim Herbert Schmidt. So. Und ich sehe im Chat vom Herrn Kaller eine genau. Frage. Ja, genau. Also, womit fangen wir an? Das Peter Missal, würde ich als erstes mal fragen. Der ist per Handy dabei. Okay, ich schalte das mal frei. Vielleicht sagt er kurz was dazu. Ja, wenn man in einem, also ich habe es gemerkt, in kleinen und mittelständischen Unternehmen oftmals die Methode erstmal, ich sag mal, einführen muss, also den Kunden, potenziellen Anwendern, sagen wir, Vertrauen zu der Methode verlangen will, dann ist es möglicherweise gut, eine Art Muster-Session durchzuführen. Hast du da Erfahrungen, wie man das machen kann, damit einfach den bewusst, ich meine, wir reden darüber, dass die Methode akzeptiert ist, wenn man das startet, dann kann man das natürlich sehr planmäßig machen, aber wenn den Beteiligten, die oftmals sehr pragmatisch sind und sich im, ich sag mal, operativen mehr oder weniger mit den Problemen beschäftigen, aber nicht die Zeit aufbringen wollen, sich jetzt methodisch wirklich darauf einzulassen. Ja, also ich habe, also die Muster-Session, die kann man tatsächlich machen, indem man den Leuten mal zeigt, wie was rauskommt, wenn man ich mache nochmal eins, müsste das, genau, wenn man diese Ereigniskurve die machen lässt. Weil das ist eigentlich so der. Also es gibt, glaube ich, zwei Aha-Momente. Der eine Aha-Moment ist, jetzt muss ich nochmal ein bisschen zurück, aber ist diese Geschichte, dass man einfach tatsächlich ein bisschen Aufklärung betreibt bei den Betroffenen und bei den Auftraggebern, also ja, bei den Entscheidern, warum es Schmarrn ist, immer nur, dass es eben tatsächlich passieren wird, dass man gewisse Wissensbereiche, die sehr spannend sind für das Unternehmen, und die eigentlich erklären, warum irgendwelche Fehler in Anlagen passieren, einfach vergisst, wenn man zu direkt drauf losgaloppiert, also von der rechten Seite kommt. Das ist eine Art Wissen, was man vermitteln kann, was der erste Aha-Effekt ist für das narrative Arbeiten, dass es wirklich sinnhaft ist,
über einfach Erzählen ans Wissen zu gehen und dass es keine Luxusrunde ist, sondern methodisch sinnvoll, weil man anderes Wissen hebt. Das ist der eine Aha-Effekt und der zweite ist dann diese Kurve. Dass sie wirklich da mal ausprobieren können, oh ja, stimmt, da erinnere ich mich an Dinge. Die Kurve allein übrigens führt nicht dazu, dass die dann mehr erinnern. Man muss es schon dann den Experten an... Könnt ihr meine Maus sehen eigentlich? Ja, oder? Also nee, wenn man an... Okay, egal. Also wenn man irgendeinen hohen Ausschlag nimmt, was weiß ich, bei 2003, viertes Quartal, plus 4, da muss man mit dem Experten dann tatsächlich hindeuten, aha, da kommt schon ein Pfeil. Ja. Du kannst einen Pfeil oder Stift nehmen, um da was zu zeigen. Genau, musst du links oben in das Menü klicken und dann kannst okay, danke schön, danke. Also hier wollte ich hin zum Beispiel. So. Mhm. Der Experte, der macht seine Ereigniskurve, also der malt eine Kurve oder Kreuze, wird in aller Regel auch die Zeitachse, also das in der Mitte bei 0, mit irgendwelchen Worten noch markieren, um sich zu erinnern, was er damit überhaupt meint. Und dann ist die so eine Mustersession, eben der erste Termin ist der spannendste für diese neuartige Herangehensweise, weil die natürlich dann relativ flott da drüber laufen. Also so nach dem Motto, was weiß ich, da oben haben wir einen neuen Teamleiter bekommen. Also wenn ich jetzt da bei dem Pfeil irgendwas erfinde. Der hat einfach ein paar Umstrukturierungen im Team gemacht und dann ist plötzlich alles schiefgegangen. Und dann ist er schon unten im Tal und würde dann eigentlich gern weitererzählen, weil wir nicht gewohnt sind, so viel Aufmerksamkeit zu bekommen für einzelne Ereignisse, die in der Vergangenheit liegen, die erstmal nicht mit konkreten Fragen abgefragt werden. Und da ist der Job von der Moderation, den Experten zu entschleunigen. Und mit vielen offenen Fragen, was genau hast du gemacht, wie hast du es geschafft, dass er wieder aus dem Tal rauskam, etc. Also sehr viele ressourcenorientierte Fragen und Detailfragen, den Experten in die Erinnerung zu führen. Und dann kann der tatsächlich aus seiner Selbstverständlichkeit raus in, ach ja stimmt, so haben wir das damals gelöst. Und da hatten wir eine Checkliste oder was auch immer dann halt kommt. Dann kommen neue Erinnerungen aufgrund des episodischen Gedächtnisses, dass einfach andere Hirnareale aktiviert werden. Okay, schönen Dank. Ja, gerne. Gut. Ich würde vorschlagen, dass wir erst noch den Herbert Schmidt hören und ich dann die Fragen vom Herrn Kaller nochmal anspreche, weil er hat kein Mikrofon, die stelle ich dann einfach weiter. Aber erst mal. Da sind auch Herbert Schmidt. Einige, viele. Ja, genau. Oh, okay, sind einige dann Fragen, genau. Antworten, ja. Ich öffne jetzt mal das Mikrofon vom Herrn Schmidt. Mal gucken, ob das klappt. Wir selber haben gerade einen MOOC abgeschlossen, bei dem ging es darum, das Erfahrungswissen der Älteren zur Förderung des bürgerschaftlichen Engagements zu erschließen. Wir sind dabei, einen Abschlussbericht zu machen, der hat 20 Seiten oder 25 Seiten. Das liest kein Mensch, weil es viel zu trocken ist. Und wir denken jetzt wirklich daran, wie können wir mit einer Geschichte das erzählen, was wir gemacht haben und aber vor allen Dingen rauszustellen, was man in Zukunft noch machen muss, weil es geht ja darum, das digitale Lernen in den Bereich der Älteren zu transportieren. Die wollen heute alle im Wesentlichen Präsenzveranstaltungen haben, um in dem sozialen Umfeld zu sitzen. Aber wir haben in Deutschland relativ viele Flächenstaaten und es wird zu teuer, die Leute können nicht mehr reisen. Wir müssen andere Formen erschließen. Das heißt, wir wollen einerseits berichten, andererseits aber auch die Vorteile herausstellen. Nun haben wir vom Storytelling keine Ahnung. Mhm. Gibt es irgendwo für diesen Bereich weiterführende Literatur, wo man sich im Selbststudium noch ein bisschen was aneignen kann? Ja, jede Menge. Also zum Beispiel dieses Buch von meinen Kollegen aus München oder das Buch meiner Kollegin Karin Thier, die wir sind zusammen, also das, was ich heute vorstelle, sind Karin Thier und Christine Erlach und dann von der Petra Sammer momentan ein Bestseller. Ups, das bringt jetzt wahrscheinlich nicht so viel, das in die Kamera zu halten, weil es zu schnell geht. Aber ja, nachher noch links posten. Genau, genau. Also da gibt es jede Menge an Literatur, wie man Storytelling, was das eigentlich jetzt im größeren Kontext auch bedeutet und wie man das Geschichtsformat nutzen kann, um Informationen weiterzugeben und eben so aufzubereiten, dass sie auch vom Leser oder vom Zuhörer angenommen werden. Ja.
Und ich könnte auch die drei Literaturhinweise dann mit hier in das Moin übernehmen, unterhalb der Aufzeichnung von der Session, sodass sie erhalten bleibt. Wenn ich sie dann da habe, würde ich sie da unten mit angeben. Ja, okay, dann gebe ich euch, schicke ich dir nachher die drei Bücher, die ich am meisten empfehlen würde, ja. Gut. Hat sich die Frage von Ihnen, Herr Schmidt, jetzt erstmal erledigt? Ja. Gut. Ja, danke. Gerne. Gut. Dann hier komme ich jetzt mal zu den Fragen vom Herrn Kaller. Die erste ist, wo liegt der Schwerpunkt der Anwendung? Eher bei Einzelpersonen, bei Projekten? Mhm. Wie würdest du das sehen? Sowohl als auch. Also das kann man wirklich frei skalieren. Also dieser Storytelling-Prozess oder das, was da in diesem Schmuckkästchen, also auf der Abbildung in der Mitte ist, der kommt von der Ursprungsdenke her eben vom MIT in Bezug auf Projekte. Also der wurde angewendet bei GM das erste Mal, soweit ich weiß, um herauszufinden, warum ein besonders erfolgreiches Projekt von Entwicklern, die einen neuen Serientyp entwickeln sollten, also ein neues Auto, bevor es in die Serienfertigung geht, wieso die besonders schnell waren und besonders günstig waren und trotzdem alle auf roter Ampel waren und beinahe gekündigt wurden vom Top-Management. Wie kann das sein, dieser Widerspruch? Und da wurde diese Methode erfunden sozusagen. Und dementsprechend ist der Einzug vom Storytelling aus Wissensmanagement-Sicht über das Projekt-Debriefing gewesen, aber es geht haargenauso im Zusammenhang mit Expert-Debriefing. Gut, vielen Dank erstmal. Die zweite Frage war jetzt, sicher auch nicht ganz so einfach, so pauschal zu beantworten. Wie ist das Verhältnis beim Zeitaufwand zwischen den Erzählungen aufnehmen, entscheidende Aussagen aus einer Erzählung extrahieren und das Extrakt, also quasi gezielt zu verbreiten? So. Und vor allem dann das Verhältnis von dem Zeitaufwand zu dem Nutzen, glaube ich, oder? Das ist noch, glaube ich, noch weiter. Ja, genau. Und Nutzen zu sehen, wenn die Methode in die Breite getragen werden soll. Also. Ja, also ganz ehrlich, also die Methode hebt sehr tief, also es kommt wirklich viel Wissen rum bei, was auch sonst nicht erhoben werden kann, weil eben das Implizite leicht verloren geht, aber sie ist aufwendig, die Methode, das stimmt. Also das Verhältnis, also der Zeitaufwand, ich habe die Erfahrung gemacht, dass man unter 2 Stunden nicht wirklich, das reicht nicht, also 2-3 Stunden besser sollte man pro Termin haben, damit man wirklich ins Erzählen kommt und vor allem auch der oder die Wissensnehmer Fragen stellen können. Und das mal 3, 4, 5, 6 Termine, bis man das Gefühl hat, okay, jetzt ist sozusagen das Erfahrungs- und das Expertenwissen von dem Wissensträger einigermaßen erzählt sozusagen und strukturiert und an die Wissensbedarfe angehängt. Und ja, der Nutzen, das hängt total davon ab, wie kritisch das Wissen vom Experten ist. Also wenn der Einzige ist, der halt weiß, wie man eine bestimmte alte Anlage, das ist oft der Kontext, in dem ich dann beauftragt werde, zu kommen und zu moderieren, also diesen Prozess zu begleiten, da gibt es dann halt Experten, die eine Röstkesselanlage mitgebaut haben und gewartet haben seit 35 Jahren, die einfach seit 20 Jahren nicht mehr gebaut wird, aber halt leider noch beim Kunden läuft und Wartungsverträge existieren und der geht jetzt in Rente, der Experte. Und dann ist natürlich schon die Kosten-Nutzen-Frage sehr, sehr deutlich so zu beantworten, dass es billiger ist, den Aufwand für die Methode zu fahren, als die Wartung nicht mehr hinzukriegen beim nächsten Stillstand, als einfach zu teuer käme. Ich weiß nicht, ob ich die Frage richtig beantwortet habe, aber ich würde sie so beantworten, dass es einfach von der Einschätzung abhängt, wie kritisch das Wissen ist, was man heben will mit der Methode. Gut. Die nächste Frage, die schließt sich gleich auch noch dazu an. Das ist, wie wird dieses extrahierte Wissen dann am Schluss gespeichert und verbreitet? Da gibt es völlig verschiedene Methoden. Also dieser Ansatz, der lebt eigentlich davon, dass er sehr hoch skalierbar ist. Also ganz, ganz flexibel sich nach dem richtet, was die Stakeholder, also die Beauftrager brauchen. Das heißt konkret, man hat im Kickoff, also da, wo auch die Wissensbedarfsanalyse beginnt, was für Themen überhaupt in so einen Prozess geschüttet werden sollen, muss man sich auch fragen, wie sieht die Dokumentation aus? Wird es eher Podcast werden oder wird es ein
Mindmap werden, wo eben die Themen aus der Wissensbedarfsanalyse mit konkreten O-Tönen oder mit Audioschnipseln oder mit Videoausschnitten oder gefüllt werden. Und dann muss man genauso klären, bleibt es nur beim Wissensnehmer, also beim Nachfolger oder beim Nachfolgeprojekt, wir reden jetzt ja auch über Projektebriefing, oder geht es ins Gesamtunternehmensgedächtnis oder kriegt es die Personalentwicklung, um zum Beispiel Führungskräfte zu trainieren. Das muss man pro Fall vorher klären und dann auch die Dokumentation so bauen, dass sie diesem Ziel möglichst gut dient. Also auch da gibt es keinen Standard, den ich jetzt so empfehlen würde, sondern ich empfehle eigentlich eher genau zu gucken, wie muss die Dokumentation ausschauen, damit sie auch genutzt wird. Also die letzte Frage ist jetzt, welche Vorteile bestehen zu den strukturierten Interviews, wenn ich das so narrativ mache, zum Beispiel nach dem Prinzip mit einer Mindmap zu arbeiten? Ja. Also der Vorteil, also wie gesagt, die strukturierten Interviews mit der Mindmap sind Teil 2 in diesem Prozess. Teil 1 ist, hat mehrere Vorteile. Erstens muss man sich fragen, wer hat die Themenhoheit? Ist es der Befragende, also in dem Fall ich oder eben der Interviewer, der Personaler oder der Chef, wer halt auch immer diese strukturierten Interviews durchführt, oder hat es der Experte? Und ich kenne wenige Wissenstransferansätze, die so konsequent sagen, lieber Experte, du hast die Themenhoheit jetzt mal. Und das ist was ganz Wichtiges, da zahle ich unheimlich ein in den Prozess, weil der Experte sich sehr öffnet dadurch und sehr kooperativ wird. Das ist der eine Vorteil. Ich würde jetzt nicht sagen, dass das narrative Interview das strukturierte ablösen darf, weil das braucht es genauso, aber es ist sinnvoll, es an erste Stelle zu setzen und danach erst strukturiert zu arbeiten. Und der zweite Vorteil ist, wie gesagt, dass ich halt nie genau wissen kann, ob ich nicht tatsächlich noch einen Fisch fange, den ich vorher nicht gefangen habe durch die Köder, also durch die konkreten Fragen. Das passiert nicht immer, aber es passiert manchmal, dass man wirklich neue Themen entdeckt, die keiner auf dem Schirm hatte vorher, die sehr wichtig sind fürs Unternehmen. Ich schaue nochmal in die Runde. Hat noch jemand Fragen? Dann könnte man das entweder im Chat eintragen oder die Hand heben. Wenn das nicht der Fall ist, dann würde ich mich erstmal ganz herzlich bei dir bedanken, Christine, dafür, dass du die Zeit hattest, für die vielen interessanten Informationen und dass es scheinbar so vollständig ist, dass auch keiner mehr Fragen hat aus der Runde. Also ganz vielen Dank, dass du da warst. Vielleicht willst du nur ein, zwei Worte sagen. Auch von mir herzlichen Dank für die spannenden Fragen und die Zeit, die ihr alle euch genommen habt, für das in meinen Augen extrem spannende Thema Storytelling im Kontext Wissensmanagement. Und ich wünsche einen frohen Advent und frohes Schaffen weiterhin. Tschüss.